ein Riesenfeld, jetzt im großen Hauptlauf auf die Strecke geschickt. Markus hat schon einiges dazu gesagt. Wir haben den Robin Müller und dann kriegst du gleich Gesellschaft vom Sieger vom Eis in Darmstadt. Christoph Schrick gewinnt dieses Rennen. Souveräner Start, hier sieht, dahinter haben wir den Tore. Flacke gehört hat, dass sie den Sieger jagen sollen. Sehen Sie nicht? Die Hintergrund ist hier. Ja, komm mal. Ja, dann können wir das gleich mitmachen. Auf Platz 3. Frau Pinsberg, Marvin gut, Philipp, komm! Applaus begrüße Sieger bei Darmstadt Cross Landstrecke in der Wertung der Junioren U23. Herzlichen Glückwunsch an Samuel Kipi Sivatu. Und das ist der Männersieger in diesem Rennen. Auch er wird bei der Cross-Europameisterschaft die deutschen Farben tragen. Und er freut sich darüber. Man sieht es. Florian Orts von der LGT Distanz Regensburg und dahinter Simon Boch vom selben Verein, also die Regensburger heute hier mit einem starken Auftritt. Und das ist der nächste Junior, Markus Görger. Auch er wird die Nationalmannschaft begleiten, wird ein Teil der Mannschaft sein. Und hier die Nummer 10, das ist Konstantin Wedel von LAC Quelle Fürth München. Und Lukas Eisener mit der 53, der dritte Junior. Das sollten also die drei sein, die deutschen Farben tragen werden in Tilburg